Lotse. Hey, ich bin Emil, bin ein Verkehrsmuseumslotse. Hey, ich bin Helene und ich bin ein Verkehrsmuseumslotse. Das ist Patrice und das ist Jenny und wir sind Verkehrslotsen. Ich bin Luisa und ich Anna und wir beide sind Verkehrsmuseumslotse. Hallo, wir sind Mathilda und ich bin die Lina und wir sind Verkehrsmuseumslotse. Hallo, das ist Paulina. Hallo, das ist Herr. Und wir sind Verkehrsmuseumslotsen. Spurensuche nach alten Verkehrsmitteln. Wir sind hier auf dem Gelände vom Leipziger Bahnhof. Der Leipziger Bahnhof ist der erste Bahnhof in Dresden. Er heißt so, weil unsere Nachbarstadt Leipzig ist. Also, und das hier ist die Straßenbahnverbindung von früher. Und hier war die alte Straßenbahn, ist sie lang gefahren. Und früher hatte man einen super Ausblick. Also, wir möchten euch was über den Dresdner Hafen erzählen. Dresden war früher eine große Hafenstadt. Hier wurden auch solche Schiffe wie Flussfahrtschiffe und Reiseschiffe gebaut. Ja, und das ist ein kleiner Einblick in Dresdner Hafen. Les gens qui me voient en demandent encore. Toulou! La grâce chez moi est innée. On ne saurait dire ce que je veux. Égal beim Filmen. Mais je ne suis pas celle qu'on croit. Il m'arrive parfois de douter de moi. La 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 la. Pause muss sein. Lernen, üben, können. Ich sitze hier auf dem ersten Auto der Welt, aber es ist nur ein Nachbau. Gebaut hat es Karl Benz. Der Motor ist von Otto, aber sein vollständiger Name ist Nikolaus August Otto. Die Reifen sind aus Hartgummi und deswegen war es sehr schwer, auf Pflasterstein zu fahren. Ja, die Menschen haben sich erst gefürchtet, weil sie haben halt sich gewundert, warum das halt alleine fährt, ohne ein Pferd oder irgendein Tier. Und da hatten die auch am Anfang Angst. Und das hier ist die Saxonia und sie wurde von Johann Andreas Schubert gebaut im Jahr 1938 in der Maschinenbauanstalt Übigau Dresden. Und sie heißt deshalb Saxonia, weil sie in Sachsen gebaut worden ist und sie wurde 1949 verschrottet. Und wir erzählen euch heute über die Kettenschifffahrt. Es war eine französische Erfindung von Ewald Bellingrad. Die Kette war 735 Kilometer lang und im Dresdner Verkehrsmuseum liegt nur ein kleines Stück davon. Der letzte Kettendampfer wurde 1948 außer Betrieb gesetzt. Wir erzählen euch heute was über das Zeppelin. Erstmal, so sieht das aus, ein modernes und so ein älteres. Das Zeppelin wurde gebaut von Ferdinand Graf Zeppelin. 1900 ist das erste, also Zeppelin, ja, gebaut worden. Er hatte die Idee von dem Pinguin. Als dann mal ein Zeppelin gestartet ist, hatte er einen Unfall in New York und am 6.5.1938. Wir stellen euch heute das Laufrad vor. Die Laufräder hat erfunden Karl Treiss im Jahre 1817. Er hat es deswegen erfunden, weil es war ein großer Vulkanausbruch. Und da legte sich überall Staub über die Stadt. Und dann hatten die Bauern keine Ernte mehr, weil es im Sommer geschneit hat.
Und dann mussten die ein einziges Transportmittel essen, die Pferde. Und das ist aus Holz. Und man sitzt auch sehr unbequem. Und es war früher meist für Erwachsene gebaut. Und ja. Es gab Länder, die wollten die Laufräder nachbauen. Aber Dresden hatte zu der Zeit schon 8 Fabriken. Wir sind soweit. Die Führungen können beginnen. Dazu gibt es eine Geschichte, nämlich, es war ein Tierarzt, der hatte ein Kind, das ist immer mit einem Dreirad gefahren. Und die Räder waren aus Holz und das ist immer im Haus gefahren und der Fußboden war auch aus Holz. Und dann hat es immer ganz doll gequietscht und geknarrt und deswegen hat sich der Tierarzt ausgedacht, also hat sich der Tierarzt dann die Luftgefüllten Reifen ausgedacht. Die Titanic ist ein berühmtes Schiff gewesen. Und die Passagiere, das beträgt 2440 Leute. Die Titanic wollte die wollte nach Amerika und im Nordatlantik ist sie gegen den Eisberg gerannt. Und die Titanic hat hier vorne kleine Räume und wäre die Titanic frontal auf den Eisberg gekracht, wäre das hier alles vollgelaufen und die Titanic wäre gesunken. Aber der Eisberg ist genau hier vorbei geratzt und deswegen hat es alle Luken aufgerissen und deswegen sank sie hier. Also wir sind jetzt beim Hochrad, das um 1890 gebaut wurde. Das ist ein Nachbau und zwei Meter Umfang. Das bedeutet, mit einem Tritt kann man zwei Meter rocken. Große Leute, also das musste dann extra angepasst werden. Und diese. Genau. Damit man dann, wenn man etwas größer ist, dass man dann nicht da oben anstößt. Aufnahmen angucken und sortieren. Ja! Wir fragen mal. Also, wer ist dafür, dass die letzte Szene von Casablanca hier noch vor der Spielszene kommt oder nach dem Verkehrsmuseum? Nach dem Verkehrsmuseum. Das Abschlussfest.
etwa. Ich habe das Nora aufgenommen. Das ist Nora. Und das ist Paula. Wir verweigern die Aussage. Eigentlich nur ein Junge. Ja, wir.